So, hier seht ihr einen umgebauten Elektro-Smart. Ich stelle ihn euch mal vor. Hier hinten drin ist das Ladegerät. Ein sehr gutes, hochwertiges Ladegerät von Civan. Viel sieht man jetzt nicht, aber ich zeige euch mal unten den Motor. Der hängt hier unten. So, eine Klappe zu. Das ist ein Asynchronmotor mit Rekuperation. Deutscher Hersteller. Der Ganghebel ist weg. Hier hat man jetzt die Betätigung vorwärts und rückwärts. Das ist alles. Hier ist der Notausschalter und hier drüben ist die Anzeige. Die zeigt mir jetzt die Batterie an und den aktuellen Stromverbrauch. Gut, dann werden wir mal fahren, damit ihr seht, wie das Ding abzieht. Schalten braucht man nicht mehr. Man fährt hier alles im vierten Gang. An einer Schaltung, automatischen, wird noch gearbeitet. Die dürfte nächste Woche fertig sein, sodass man auch den dritten oder den zweiten schalten könnte, wenn man jetzt wirklich eine ganz steile Auffahrt hätte. Hier zeige ich nochmal die Anzeige. Geht mal Vollgas. Geht gleich der Strom hoch und jetzt wird wieder geladen. Der Wagen hat jetzt eine 10 Kilowattstunden Batterie verbaut, Lithiumtechnik. Damit sollte er eine Reichweite von 100 Kilometer knapp schaffen. Natürlich bei Vollgasfahrweise nicht mehr so weit. Benzinautos nerven ein bisschen, weil sie bei der Beschleunigung nicht ganz nachkommen. Wenn sie nicht drauf gefasst sind, muss man natürlich sagen. Ich habe ihn jetzt auf 105 km/h eingestellt. Das läuft eigentlich immer. Endgeschwindigkeit. Jetzt wird wieder Strom zurückgespeist.
was ihr im Hintergrund hört, ist die Unterdruckpumpe, die elektrische, für die Bremsanlage. Mal hat ein gutes Kurvenfahrverhalten. Schon wieder eine Ortschaft zum Abbremsen. Macht echt Spaß. Wenn er nicht nur zwei Sitzplätze hätte, wäre es richtige Option, meinen Käfer zu ersetzen. Aber mit Kindern braucht man einfach mehr Sitzplätze.